Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. So, wir sind wieder auf dem Rennen hier. Diesmal Teneriffa. Wie letztes Mal ja schon. Das ist eine ganz neue Strecke. Das Wetter ist im Moment sehr schön. Bisschen wild, bisschen niesig war es gerade. Also könnte geil werden, mal schauen. Übrigens mein drittes Radrennen dieses Jahr. Sprint in München, super in Carbon und jetzt auch mein erstes Age-Group-Rennen der Beast in Teneriffa. Gespannt ist gut. Auf der neuen Strecke jetzt geht hier am Strand entlang. Schauen, wird geil, glaube ich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich am Start. So, los geht's! Man muss. Mitten aus Wohnzimmer. Nur Fingerspitze. Fingerspitze habe ich berührt. Ja, erzähl nicht. Ich glaube, das ist schade. Scheiße. Fuck. Fuck, Burpees. I've had the second one.
So. Mein Kühl ist nass. Oh, schon 200 Burpees. Kurzer Zwischenstand. Alles schon. 4 Kilometer für das dritte Mal Burpees jetzt. Also heute wäre es nicht mein Tag. Ich hab noch nicht mal von mir. Geil. Weißt du, was sind die Schlangen wie anders? Ja, die haben es nach oben. Ja, genau, ja. Hast du das schon mal gehabt, so? Ich glaube, ich habe es in der Jagd in Madrid. Ah, okay. Da habe ich mich voll richtig lang machen müssen, also das war schon mal. Machst du denn seitlich oder gerade? Seitlich oder gerade? Gerade. Gerade? So, wieder im Lago. Martinez. Gestern gesprochen, heute wieder da. Der Multi weg und jetzt noch der Olympus. Super. Wenn es so weitergeht, schaffe ich alle Burpees heute. Fuck. Aber ich muss sagen, dafür läuft es laufen. Echt krass gut. Aber ich sag, alle sind locker. Echt nass. So, die ersten 10 Kilometer geschafft. 1 Stunde 45 genau. Bis jetzt. Ja, Hindernisse. Wie gesagt, kann man heute anscheinend vergessen. Dafür geht's laufen echt gut. Auch berghoch. Ich habe überlegt, dass ich vor 2 Monaten nicht mal eine Treppe hochkommen bin, ohne halber zu sterben. Das ist schon geil. Ja. Genial. Mal schauen.
Sachen geht's jetzt weiter runter. Was denn? I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, the fake is, I wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, but the fake is, I wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. Ich habe ein paar Jahre Look machen müssen, statt Burpees. Ja, viel zu einfach eigentlich für Penalty für Epping. Da müsstest du vielleicht noch ein bisschen Carry mit reinmachen oder so. Weiß schon, ich weiß nicht, was es ist. Und da sind einfach Look noch. Da sind die für 4 einfach auf das Ding zu verzichten und den Look zu machen. Gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. So, servus Leute, Kilometer 17, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt sicher keine Bestzeiten laufe oder sonstiges, genieße ich gerade voll, das jetzt laufen zu können, das erste Biest dieses Jahr, geiles Wetter. Mega Strecke und ja, ich genieße einfach, dass jetzt alles schmerzhaft ist jetzt, absolut super, hinter uns gehen zwar gar keine so gefühlt, aber hey, mega geil. Hallo? Hallo again? Ich hab übrigens alle Burpees gemacht. Aber ohne Scheiß, alle einfach. Plus Elbhänger, Penalty, Flap. Ja, ich bin total im Arsch. Jawohl. Im Arsch. Punkt. So, servus Leute. Jetzt habe ich es geschafft. Wie ist es gerockt hier? War echt geil diesmal. Tatsächlich besser als letztes Mal. Ich habe diesmal absolut keine Probleme hatte mit dem Bein. Keine Knieprobleme, gar nichts. Eigentlich war halt einfach nicht fit genug, um die Hindernisse zu schaffen, deswegen habe ich für unendlich viel Burpees gemacht. Also fast alle, glaube ich, habe ich gemacht. Mal schauen, mal schnell nochmal zählen. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Aber so viele Hindernisse gingen heute nicht. Ja. Aber geil. Bin echt zufrieden, weil der Lauf so gut funktioniert hat.
geiles Blech. Geiles Wetter. Ja, kann man nicht meckern. Zum Schluss habe ich noch den Heater geschafft sogar. Da hatte ich auch ein bisschen Angst vor. Da bin ich echt gefreut. Eins der wenigen Hindernisse, die ging. Multirig tatsächlich die letzte Schnur oder letzte Seil. War dann doch die Kraft raus. Naja, und dann noch Burpees gemacht am Schluss, aber war ganz cool. Ich habe mal geschaut, so knapp unter 4 Stunden sind es geworden. Ist okay. Ich wollte auf jeden Fall unter 5 Stunden bleiben, das war mein Ziel. Das habe ich so mal erreicht. Also alles easy. Genau, wichtig war heute durchkommen, schmerzfrei vor allem. Kein Problem mehr mit den Beinen. Sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Auch auf Teneriffa, weiß ich nicht genau. Jetzt erstmal Ruhepause angesagt. Nur noch der Time to Run Silvesterlauf in Schwabmünchen noch. Und dann im nächsten Jahr erst wieder Kap Ruhn im das Winterrace. Ja, schauen wir mal. Also in dem Sinne, ich wünsche euch was. Eine schöne Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Rennen. Oder nächsten Rennen. Adios.